So, hallo liebe Freunde, epochaler Kartenspielereien, da sind wir mal wieder nach langer, langer Zeit. Gibt's mal wieder ein kleines Update bei mir im Channel. Und zwar habe ich heute mal ein uraltes Spiel ausgepackt, von dem ich noch nicht mal wusste, dass es das noch gibt. Und zwar Battleforge. Und auf dieses Spiel hat mich mein geschätzter Kollege, der heute auch mal natürlich wieder dabei ist, und zwar Headless. Sag hallo zu den Leuten. Hallo. Da hört man ihn. Ja. Battleforge, ich hab's wirklich, ich hab einmal die Beta gespielt, dann habe ich mich total gefreut, dass es rauskommt und in dem Moment, wo es rausgekommen ist, habe ich irgendwie, ja, das Spiel aus den Augen verloren. Was war da los? Ja, das Spiel war den Leuten einfach zu teuer als Vollpreisspiel, weshalb es dann nahezu in Vergessenheit geraten ist und bereits nach wenigen Monaten schon ein Free-to-Play-Titel wurde. Der sich dann allerdings jetzt nur mit Mühe und Not noch über Wasser hält. Aber die Server sind noch da, das Spiel läuft noch und die basteln weiter kräftig dran rum. Also ich war auch überrascht. Also mein Account war zum Glück noch da und alles von früher. Und ja, für die Leute, die Battleforge nicht kennen, das ist quasi eine Kombination aus RTS, ein Real-Time-Strategy-Game und einem Trading-Kartenspiel. Ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen, ist ein bisschen mit Magic the Gathering zu vergleichen. Man sieht es ja hier, man hat hier so sein eigenes Deck, man seine eigenen Karten, kann Sachen beschwören, also Kreaturen oder Spells halt eben. Die kosten dann auch, ich will es nicht Mana nennen, hier in dem Spiel heißt es Sphäre, aber theoretisch sind es Mana-Kosten, wenn man das von Magic irgendwie mitnehmen will. Und ja, und kloppt sich dann sozusagen durch verschiedene Missionen im Koop, Singleplayer, gegeneinander. Ein wirklich großartiges Spiel, also wirklich sehr schade, dass es so ein bisschen, ja, nicht so sehr gehypt wurde, wie, ja, wie es eigentlich zu erwartet wäre. Und ja, gibt es noch irgendwas zu sagen? Weil theoretisch können wir jetzt tagelang über die Regeln diskutieren, was es hier für Fähigkeiten gibt, Farben, bla bla bla, aber wir sparen das mal. Ich habe nämlich ein paar Battleforge-Punkte bekommen, das ist sozusagen die Ingame-Währung, für die man theoretisch Geld zahlen müsste. Da ich aber noch von meinem alten Account ein bisschen was da, davon hatte, also von der Beta-Phase, investieren wir das Geld mal, damit ihr mal so ein bisschen seht, was man damit macht. Und zwar kann man sich Booster kaufen, wie es auch bei handelsüblichen, echten Trading-Kartenspielen ist. Und in dem Booster sind dann, ich glaube, 8 Karten drin, genau. Gibt auch verschiedene Raritätsstufen, also Bronze ist halt so Kamen, dann gibt es noch Silber, Gold und Platin. Oder extrem seltene Karten, wie es hier heißt. Und eine von diesen Karten wird dann auf jeden Fall entweder selten oder super selten sein. Und ja, was empfiehlst du mir? Weil du kennst dich, glaube ich, ein bisschen besser mit dem Spiel aus als ich. Welches Booster soll ich mir holen? Zwielicht, Renegaten oder verlorene Seelen? Ja, das ist immer diese Qual der Wahl bei diesen ganzen Kartenspielen, weil prinzipiell sind überall gute, seltene und wunderbare Karten drin. Ja. Ich hätte es einfach mal verlorene Seelen genommen, weil es noch das aktuellste ist. Okay, nehmen wir einfach mal. Ich habe mich wirklich null informiert, was es für neue Karten gibt. Als ich das gespielt habe, gab es nur Zwielicht und deswegen kaufen wir erstmal 250 Battleforge-Punkte. Das sind ungefähr 2 Euro, 2,50 Euro. Ich habe jetzt nicht den genauen Wechselkurs im Kopf. Ja, ziemlich so, genau. Diesen Artikel wirklich kaufen, ja. Was auch sehr, sehr cool ist, man kriegt pro Tag auch eine kleine Prämie direkt von dem Spiel selbst an Battleforge-Punkten. Das heißt, selbst wenn man kein Geld ausgeben will, man hat immer noch so ein kleines Pensum, das man geschenkt bekommt. Und da kann man sich zum Beispiel auch für einen Battleforge-Punkt, was wirklich ein Cent ist, sage ich mal, eine zufällige Karte geben lassen. Die kann auch wertvoll sein. Also machen wir es einfach mal. Ich meine, wir haben es, ja. Und ja. Was eigentlich ganz cool war, man kann Booster öffnen und dann gibt es sozusagen so leichte Animationen, man kann sich Karten einzeln umdrehen lassen und direkt eine super seltene Karte. Und direkt sogar in Violett, man kann hier unten sehen, das ist mein aktuelles Deck, das ich mir gerade zusammengebaut habe, Violett und Blau, also Eis und Finsternis. Was haben wir denn hier? Beschwört einen Kreis der Verbannung mit einem Radius von 25 Meter herauf. Innerhalb dieses Kreises kann 15 Sekunden lang keine Einheit ausgespielt werden, kann alle, okay. Das ist leider nicht so stark, wie ich gedacht habe. Wir haben was Silbernes, was Rot-Grünes. Ja, das sind die Karten. Ich kann momentan noch schlecht einschätzen, was davon wirklich wertvoll ist. Es gibt auch einen Auktionsmarkt, kann ich auch gleich mal zeigen, wo man die Karten dann wieder verkaufen kann, um dann in andere Sachen reinzuinvestieren und
Ja, machen wir mal das andere Booster auf. Da ist jetzt leider nur eine Karte natürlich drin. Und was haben wir da? Neuwuchs. Eine Karte, die nichts wert ist. Aber mein Gott, wir haben halt nur 1 Cent dafür ausgegeben. Und genau, gehen wir mal hier rein. Artikelsuche, da kann man halt irgendwas eingeben. Feuertänzer, das ist die Karte, die ich letztens verkauft habe. Da kann man sehen, wie andere Leute ihre Karten verkaufen in Auktionen. Man kann entweder ähnlich wie bei eBay ein Gebot ablegen oder die Sache direkt kaufen. Und ja, hier wird es sich zum Beispiel anbieten, das direkt zu kaufen, weil das nächsthöhere Gebot das hier überbietet. Wie gesagt, hier kann man auch Sachen selbst reinziehen und dann verkaufen, auf Beobachtungslisten setzen. Also ganz normaler Standardkram eben. So, genug geredet, mein lieber Freund. Welche Mission machen wir denn? Das ist eine gute Frage, weil da gibt es wirklich einige von. Ja, also hier kann man sehen, das sind jetzt diese Koop-Missionen, die kann man zu viert, zu zweit, steht immer hier oben. Man kann auch Duell-Modus spielen, also gegen einen Gegner auf irgendeiner Map. So, was war denn gut? Es gibt dann auch noch 12-Spieler-Maps und Maps, die von irgendwelchen Benutzern gemacht wurden. Also so schnell wird es einem schon nicht langweilig hier. Es gibt auf jeden Fall viel zu entdecken. Wir haben noch leider nicht so viel freigespielt, weil, wie gesagt, ich habe mir das Spiel erst vor ein paar Tagen wieder runtergeladen. Ich wusste nicht, dass es das gibt und deswegen ist die Freude groß. Ich habe wahrscheinlich alles verlernt und meine Taktik wird einfach sein, alles zu beschwören und einfach drauf zu kloppen. So. Welche Mission war denn so kacke? Wir haben gestern nochmal gespielt, die war super nervig. Der Albtraum hat ein Ende. Albtraum Scherbe. Ja, wollen wir Albtraum Scherbe machen? Ich glaube, das war das, wo das Tor immer hin und her geschaltet wird. Das war eigentlich ganz cool. Nee, ich meine, das war Sonnensteg. Sonnensteg, Einleitung, böse Ernte. Da. Ja, können wir gerne machen. Möge er mir eine Einladung schicken. Da sieht man's. Ja, wenn hier das... Hier draufklicken, bereit. Alles super. Ja, das ist tatsächlich die Map. Die ist ein bisschen taktisch, weil wir sozusagen die Map genau in der Hälfte geteilt haben und wir können mit einem Schalter umlegen, wo die Gegner sozusagen als nächstes hinlaufen. Ja, dann starte ich mal das Spiel. Ja, genau. Ja, das zeichnet auch dieses Spiel wirklich aus. Das ist nicht nur so ein langweiliger Koop-Modus, sondern man hat immer Abwechslung. Jedes Level spielt sich anders, zumindest bisher. Das stimmt wirklich. Und wie gesagt, erwartet jetzt nicht die Überdecks, weil... wir wollen nicht wirklich Geld da irgendwie rein investieren, deswegen sind unsere Karten noch einigermaßen... Sie sind nicht todescrappig, aber sie sind schon suboptimal, sag ich mal. Also mir fehlt zum Beispiel irgendeine extrem dicke Kreatur. So, fangen an. Die erste Kreatur, die man beschwört, davon kriegt man sozusagen die ersten Mana. Also ich habe jetzt ein violettes Mana und kann sozusagen alles, was ein violettes oder ein farbloses kostet, beschwören. Beschwören kostet aber immer Energie, das sieht man hier oben. Diese drei Dinger geben uns pausenlos Energie, das 2 pro Sekunde. Und das Ding hier ist sozusagen, was uns diesen violetten Orb gibt und uns mit Mana versorgt. So. Wir reiten mal los mit unseren... Ja, Reitern. Überraschung. Ah, verdammt, da ist direkt eine Burg. Okay. Probieren wir mal von der Seite zu kommen, die... Okay, wir werden sofort beschossen. Das ist nicht so gut. Ja. Aber keine Sorge, du bist nicht allein. Ja. Und da können wir natürlich, glaube ich, sehr gut... Kloppen uns mal hier nach vorne. Das Gute an den Reitern ist, dass wenn die andere kleine Einheiten sozusagen anrennen... Okay, den Kampf haben wir leider verloren. Okay, das ist doch nicht so einfach, wie ich dachte. Dann brauchen wir erstmal ein paar... Ja, jetzt kommen auch noch von der Seite welche. Hier hat man nie seine Ruhe. Ja, sonst wäre es doch langweilig. Ja, das stimmt wohl. So, hier sieht man die Spezialfähigkeit von unseren Reitern, die ist nämlich richtig, richtig gut. Wenn kleine Einheiten sozusagen angerannt werden, werden diese einmal so, ja, umgecheckt. Und die können dann für einen kurzen Zeitraum dann nicht angreifen. Moras Schergen werden euch angreifen. Jedoch müssen sie ein altes Army-Tor passieren, durch das sie nur nach Osten oder Westen gehen können. Ihr könnt das Tor mit dem... Du hast das Tor schon gestürmt? Sie legen fest, wer ich versuche es. Ja, ich habe leider ein bisschen gefehlt und wurde auch direkt angegriffen. Allerdings ist die Magie des Tores instabil.
Wenn es zu lange zu einer Seite geschaltet ist, zerstört es sich selbst. Das Tor ist eingerichtet. Der Westen steht für einen Angriff offen. Wie hast du das denn so schnell geschafft? Ich meine, hier sind ja 1000 Bogenschützen. Ich habe nicht erst die Bogenschützen angegriffen, sondern die Mauer, auf der die stehen. Ja, das ist schon klar, aber werden ja von allen Seiten angegriffen. Da sieht man, wie schlecht mein Deck ist. Los, Gardisten! Ich mach's auch schnell. Er macht's schnell, sehr gut. Habe auch Zeit. Kein Schlaf bis zum Sieg. Wie gesagt, die ersten Koop-Missionen sind eigentlich relativ easy, also. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier wahrscheinlich sterben werde. Nee, wohl kaum. Ich nehme an, ich habe gerade die Gegner, die angreifen. Ja, ich hoffe es jedenfalls. Das sieht auf jeden Fall so aus. Wo läuft ihr denn hin? So, hier investieren wir mal ein bisschen Energie, um schneller neue Energie zu bekommen. Und da kommen schon wieder welche. Hier hat man echt nie seine Ruhe. Ich mach's auch schnell. Wirst du gar nicht angegriffen? Also von so kleinen Viechern in der Nähe von deiner Basis? Doch, waren schon da, habe ich dann irgendwann mal umgebracht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie eher alle bei mir spawnen. Das Problem ist, langsam gehen mir auch die Kreaturen aus. Die respawnen leider sehr, sehr langsam, wenn man die einmal aufgebraucht hat. Ja. Jetzt, wo ich gerade mal die Map erkunde, werde ich natürlich wieder angegriffen. Mal gucken, was bei meinen Kollegen. Ah, da baut er 1000 Türme erstmal hin. Das ist der Nachteil, wenn man sozusagen, ja, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie die Farbe heißt, Dunkelheit, Violett, wie auch immer das heißen mag, die haben leider keine Türme, ganz am Anfang. Deswegen sind da so ein bisschen. Ich schalte mal das Tor um. Ja. Das Tor ist umgeschaltet. Jetzt bekommst nämlich du die Gegner. Hallo, ich habe noch nicht mal eine Armee. Ja, ich werde doch direkt wieder umschalten, wenn ich das jetzt, also so schnell ich kann. Weil wenn ich es nicht umschalte, kann ich es halt gar nicht mehr umschalten irgendwann. Das geht dann quasi kaputt. Zumindest okay. Wollten die das so erzählen in einer Form von Story. Für mich. Aber ein paar Sekunden schalte ich es direkt wieder um. Ja, ja. Das soll ich dir glauben. Ja. Das Tor ist umgeschaltet. Westen verteidigt, Osten greift an. Ah, oh, das sterbe ich schon mit. Das ist unglaublich. Wir sind unbarmherzig. Nur weiter so. Der Tod ist schnell. Das Problem ist, dass ich innerhalb dieser Türme auch nicht neu beschwören kann. Normalerweise geht das immer und da kommen Gegner. Unglaublich. Ja, ich würde dir ja zu gern was schicken, wenn es denn irgendwie gehen würde. Ja, ich sterbe jetzt wahrscheinlich, weil du hier wieder. Ja, ich sterbe jetzt hier. Super. Nee, das wird schon. Obwohl, vielleicht auch nicht. Guck das mal an. Ich habe keine Kreaturen mehr. Eine kleine Chance habe ich aber noch. Wenn ich noch rechtzeitig sozusagen mein zweites Orb bekomme. Für schuldig befunden.
Ja, doch, das könnte noch funktionieren. Sehr gut. Und dann haben wir endlich unseren zweiten Ort bekommen. Das heißt, wir können endlich unsere Burg mal, unseren ersten Turm bauen. Und damit soll sozusagen dieser Bereich komplett safe sein. Hast es doch noch überlebt. Ja. So, da investieren wir jetzt mal ein bisschen Geld, damit wir an mehr Energie drankommen. Oh je. Jetzt habe ich mir auch wieder eine wunderschöne Armee eingefangen. So, ich muss jetzt einiges nachholen hier leider. Was ja energietechnisch leider nicht so gut aussieht. Hallo? Ah, okay. Ich dachte schon. So, gruppieren wir die zweimal. Ich muss sagen, das Gruppierungsfeature von Battleforge ist richtig, richtig gut. Also, es wird direkt eine Gruppe erstellt, dort, wo die Einheiten in die Nähe gespawnt werden. Also, wenn ich hier eine zweite Einheit reinbaue, dann wird sich sozusagen direkt eine Gruppe bilden. Ja, ich muss nochmal kurz das Portal umschalten. Schalt ruhig um. Ich brauche noch ein bisschen, um mich hier ein bisschen zu regenerieren. Ja, ich werde es dann gleich wieder auf mich schalten, ja, sobald ich kann. Ich werde noch mal ein bisschen expandieren. Aus dem Grab. Besiegt man den ja doch. Der sollte schon gehen. So, beschwören wir mal die. Die sind richtig, richtig stark. Die buffen nämlich alle Leute, die sozusagen sich in ihrer unmittelbaren Nähe befinden. Das Tor ist umgeschaltet. Westen verteidigt, Osten. So, Portal ist wieder bei mir. Hm. Und vielleicht hat man es hier gesehen, die Kreaturen haben aber so eine leichte, sag ich mal, Einsatzverzögerung. Das heißt, wenn die gerade beschworen werden, haben die noch nicht volle Health. Das heißt, die brauchen so ein bisschen, um einmal komplett stark zu werden. Oh, da wird ein Energiebrunnen angegriffen. Habe ich gehört. Und da sieht man, was der Turm macht. Der macht sozusagen permanent Schaden an alle Einheiten, die sich in der Umgebung befinden. Leider auch an uns, aber das soll uns ja nicht stören, weil wir sind da ja nicht. Und ein anderer Vorteil ist, dass er sozusagen Gegner, die sich ein bisschen... bisschen weiter weg entfernt. Oh, da wurden wir angegriffen. Das habe ich nicht. Ja, super. Da haben wir leider verloren. Habe ich gerade nicht aufgepasst. Super. Was wollte ich sagen? Genau. Und die zweite Fähigkeit von dem Turm ist, dass, wenn sich eine Einheit zu weit weg befindet, als dass er die treffen kann, würde er sie beschwören. Also sozusagen zu sich hinspawnen lassen. Laufen die jetzt dahin? Die laufen noch nicht wirklich dahin. Oh nein. So, oben wird gerade meine gesamte Armee geplättet, weil da plötzlich tausende gegnerische Truppen angerannt kamen. Ja, ist bei mir genauso, leider. Leider kriegen wir auch ein bisschen Schaden. Hätten wir eigentlich gar nicht riskieren müssen, weil der Turm ist schon stark genug für sich selbst. Okay. Das heißt, hoch geht's. Da brauchen wir eigentlich nichts auszubauen, das kostet nur Geld, das wir momentan nicht haben. Wir müssen uns mal ein bisschen sputen, wieder zurück ins Spiel zu finden. Bauen wir wirklich hier einen Turm hin? Ich weiß nicht. Ja, machen wir einfach mal. Dann sollte der Bereich auch so mal erstmal ein bisschen safe sein. Probieren wir mal die Gegner hier ein bisschen anzulocken. Hallo, kommt rüber. Kommt rüber und spielt. So, das zaubern wir mal ein Spell hin, dass die Gegner eingefroren werden. Ein Energiebrunnen wird angegriffen. Okay, das hätten wir, glaube ich, lassen sollen. Okay. Das habe ich leider ein bisschen falsch eingeschätzt. Ich hätte gedacht, dass der Turm so ein bisschen stärker wird. So, aber wir können zum Glück noch ein bisschen was beschwören. Und mit bisschen Glück überleben wir das hier sogar.
Du kommst noch zurecht? Ja, ja. Okay, leider schaffen wir das nicht mehr. Ich komme hier einfach nicht mehr ins Spiel. Ich verstehe nicht, wie du so schnell wirklich alles hier hinbekommen hast. Ich bin halt ein junger Gott. Du wirst dann übrigens auch bald nochmal angegriffen. Ja. Mach's auch schnell. Wahrscheinlich zumindest. Das Tor ist umgeschaltet. Westen verteidigt. Also ich mache jetzt einfach einen mehr oder weniger Großangriff, damit ich diese scheiß Truppe da endlich mal wegbekomme. Genau. Die Käfer sind nämlich richtig, richtig gut. Ich kann diesen Skill aktivieren, dann werden die für 20 Sekunden lang 50% stärker, sterben dann aber direkt danach. Aber für die kurze Zeit ist es schon richtig, richtig stark. Da sieht man auch, dass unser Kollege hier alle Leute schön bufft. Da werden wir angegriffen. Nicht nur du. Aber wie gesagt, das sollten wir noch hinkriegen. Das sieht doch schon mal wesentlich besser aus. Laden. Ein Energiebrunnen wird angegriffen. Wo? Ah, da, okay. Aber das sollte unser Turm schon alleine managen. Das funktioniert schon. So, jetzt machen wir endlich diese... Achso. Okay, das lief wesentlich einfacher, als ich das gedacht hätte. Das hätte ich auch einfacher haben können. So, preschen wir immer noch ein bisschen vor. Oh, da ist ein Turm. Okay. Türme sind nie gut. Also jedenfalls, wenn sie Gene haben. So, aber erstmal Geld investieren, damit wir neues Geld bekommen. Cool bleiben. Bist du noch da? Ich höre nichts von dir. Ja, ich bin hochkonzentriert bei der Arbeit. Das muss man sagen. Oje, oje, oje. Warum sind das immer so viele Gegner? Ja, die Welle habe ich schon überlebt. Also, ich sag mal, wenn ich auf 3 Mana komme, dann ist das Deck richtig stark. Also, ganz am Anfang hat man halt nur so diese Billo-Kreaturen. Ich glaube, du hattest schon... du hast grün am Anfang genommen, oder? Oder blau? Blau. Blau, scheinbar, okay. Wie gesagt, Violett ist so ein bisschen langsam, aber dafür wird es später umso besser. Komm schon, ich brauche das dritte Orb. Tu es, tu es, tu es, tu es. Da ist es so. Jetzt mal kurz warten. Leider sterben jetzt auch unsere Käfer. Soll ich umschalten? Ja, mach. So. Das Tor ist umgeschaltet. Osten verteidigt, Westen greift an. Okay. Ein Energiebrunnen wird angegriffen. Ah, okay. Ah, unser Turm stirbt langsam. Das hätte man mir auch sagen können. Bauen wir direkt einen zweiten. Und nochmal so einen Kollegen, der hier so ein bisschen ablenkt. Obwohl, die zwei Türme packen das schon. Der war eigentlich verschwendet. Dann läuft er halt zu unserer Gruppe hin und... Jetzt haben wir endlich unser zweites Orb und jetzt haben wir auch Zugriff auf diese zwei unglaublich starken Kreaturen. Verlorene Wacht. Und rasendes Monstrum. Was nehme ich denn mal als vierte Orb? Wir müssen höher zielen. So, aber ich glaube, wir müssen erstmal ein bisschen an Masse hier aufpumpen. Soll ich das Portal wieder umschalten, dass ich die alle kriege? Ja, mach mal bitte. Das Tor ist umgeschaltet. Westen verteidigt, Osten greift an. So, ist geschehen. So.
Das Problem ist, dass der Turm mich jetzt unglaublich nerven wird. Die nächste Zeit über. Aber wir haben zum Glück unsere tapferen Reiter, die richtig, richtig gut sind. Und vor allen Dingen in einer großen Menge kommen. Ich heile mal gerade deine Einheiten ein bisschen. Ja, mach... Okay, wenn du mich heilst, dann kann ich auch mal riskieren, den Turm hier mal ein bisschen anzugreifen. Glücklicherweise habe ich den Heilskill 10 Mal, bevor es dauert mit dem Aufladen. Okay. Okay, super, dann wird das doch wesentlich einfacher sein, als ich dachte. Ist halt leider recht teuer auch. Dafür revanchiere ich mich mit meiner unglaublichen Macht. Und jetzt bin ich nämlich pleite. So, wir bauen jetzt mal diesen unglaublich starken Turm hin, der stärker wird, je mehr Einheiten in seiner Nähe sterben. Also man muss sozusagen erstmal ein paar Einheiten in der Nähe töten, damit... Okay, hier läuft alles gut, oder? Läuft alles gut? Okay, der ist ein bisschen kaputt. Okay, wie läuft's hier? Okay, alles gut. Ist der mittlerweile aufgeladen? Hallo? Ah, da ist er fertig, lädt sich auf, sehr gut. Macht richtig, richtig hammerharten Schaden, aber halt nur, wenn er sich mit Seelen vollgepumpt hat. Was halt ein bisschen, ja, Investition erfordert. So, und bald haben wir auch Zugriff auf unseren vierten und letzten Orb, weil mehr als 4 Mana können die Spells nicht kosten. Was ist eigentlich hier unten? Achso, da spawnen immer die Gegner raus. Alles klar, ich verstehe schon. So. Übrigens, wenn wir in der Nähe von einem solchen Orb sind, werden unsere Einheiten auch immer wieder ein bisschen regeneriert. Das heißt, das sind solche Hotspots, die man eigentlich immer gut beschützen sollte. So. Und jetzt können wir langsam aber sicher unsere Armee aufstocken. Wir sind immer noch so hart konzentriert, weil im Grunde haben wir das Härteste, glaube ich, hinter uns. Ja, ich baue mir gerade eine Armee aus fliegenden Schiffen auf. Hier an diesem roten Schimmer sieht man übrigens, wenn... oder? Haben die schon den Bonus? Genau. Und zwar, wenn die in der Nähe von Gebäuden sind, das ist die besondere Begabung von diesen verlorenen... von der verlorenen Wacht. Wenn die in der Nähe von Gebäuden sind, soll ich den Turm umschalten? Ich mache einfach mal. Weil ich es kann. Kriegen die... Wo war ich? Ich werde immer von irgendwas abgelenkt. Genau, wenn die in Nähe von Gebäuden sind, in diesem Fall dieses Monument, kriegen die halt einen Bonus. Das gilt aber auch für Türme und ähnliches. Die werden dann geheilt, kriegen Stärkebonus und verstärken sogar noch die, das Gebäude. Also wirklich eine unglaublich starke Einheit. Ein Energiebrunnen wird angegriffen. Das sollten wir, ja. Die teleportieren fröhlich hin und her. Er startet gerade einen kleinen Großangriff in der Hoffnung, dass das jetzt mal nicht... Ah, da wurde ich kurz angegriffen, aber... nicht mit Erfolg. So. Dann beschwören wir mal ein paar von den Hummermenschen. Die sind ebenfalls ziemlich stark für eine, ja... Mana 3 Fähigkeit. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Level 3, Mana 3. Ich nenne es einfach mal so. Richtig, richtig stark. Man kann die auch mal kurz buffen. Und die nehmen dann leider Schaden. Für alle paar Sekunden nehmen die Schaden. Aber dafür teilen die extrem gut aus. Und das ist halt extrem wichtig, weil später kämpft man ganz oft gegen einen richtig mächtigen Feind, der wirklich Sachen mit einem Schlag tötet. Und je mehr Schaden man sozusagen reinpumpt, bevor man stirbt, desto besser. So, mehr Reiter. Mora wird außer sich sein. Macht euch auf Konsequenzen gefasst. Konsequenzen, das gibt's bei uns nicht. Alles klar. Stehen bereit. Ja, wie man sieht, taktieren wir hier auch unglaublich gut, dass wir einfach eine riesen Armee bauen und einfach reinrennen. Ja, das ist sehr kompliziert. Das muss man halt auch erstmal können. Das kriegt nicht jeder hin. Jedenfalls nicht so schön wie wir. So, benutzen wir auch mal ein paar Skills. Okay.
Monument wird angegriffen. Ein Monument wird angegriffen? Was soll das denn? Oh, da werden wir... Okay, wir müssen uns tatsächlich zurückziehen und leider unseren Turm aufgeben. Ja, müssen wir. Weil das können wir ja nicht zulassen, dass man hier angegriffen wird. Das geht wirklich nicht. Energiebrunnen wird angegriffen. Aber das Gute ist, jetzt können wir die Gegner so ein bisschen locken. Ein Monument wird angegriffen. Weil diese Dornviecher sind leider auch ein bisschen stark. Das heißt, wenn die alleine sind, geht es umso besser. So. Gehen wir noch ein bisschen zurück und heilen uns ein bisschen. Wie gesagt, in der Nähe von diesen, diesen Monumenten werden unsere Einheiten geheilt. Dann schalten wir mal das Tor. Das Tor ist umgeschaltet. Westen verteidigt, Osten greift an. Ich muss sagen, ich habe da mittlerweile doch eine recht stabile Armee. Vor mir! So, benutzen wir mal den Spell hier. Das heißt, wenn Charaktere da reinrennen, werden die sofort weiß. Aber es gibt keine Gegner mehr. Schwache Leistungen. So, probieren wir mal einen Abwehrturm in die Mitte zu bauen, damit wir diesen Buff bekommen. Auch wenn der Turm wahrscheinlich sofort eingerissen wird. Oder auch nicht. Ja, leider wurde er sofort zerstört. Mann am Boden. So, probieren wir es nochmal. So, jetzt nochmal den letzten Turm. Und das soll es eigentlich, glaube ich, gewesen sein. Nein, leider gibt es hier noch viel zu viel. Viel zu viel gibt es hier. Das erfreut mich nicht. Wir haben aber auch richtig viel Mana, das heißt, wir können eigentlich jetzt eigentlich alles raushauen. Ein Energiebrunnen wird angegriffen. Ja, da unten ist uns egal. Ein Monument wird angegriffen. Ah ne, da können die nichts machen. Präventive Verteidigung! So, das heißt zerstört. Wir können noch ein bisschen ein paar Sachen spawnen lassen. Formation! Neu formieren! So, das haben wir auch gleich geschafft. Dann machen wir hier noch das Monument platt. Und dann war's es quasi. Und natürlich noch ein netter Endgegner, der auf uns wartet. Ja. So. Das heißt, wir begeben uns in Position, bauen nochmal eine richtig starke Armee auf. Ich meine, wir sind ja aktuell unendlich reich, was Energie angeht. Geht mir jedenfalls so. Mir zum Glück auch, nur das Bevölkerungslimit macht bitte einen Strich durch die Rechnung. Ja. Genau, das sollte man vielleicht erwähnen. Es gibt ein Bevölkerungslimit, dass man halt sich nicht die ja, mapfüllendste Armee der Welt baut. So, wir hauen jetzt einfach mal alles raus. Ich glaube, eine gute Idee wäre, wenn ich sozusagen hier direkt einen Turm dran baue. Obwohl, der wird, glaube ich, nichts bringen. Also jedenfalls nicht viel. Wo bist du? Bist du mehr oder weniger zum Angriff bereit? Ich bin bereit. Dann gib mir noch eine Sekunde. Eine Einheit kann ich noch spawnen.
Ja, ich werde gerade eh angegriffen. Mache ich die noch schnell fertig. Ich überlege, weil da drin gibt es keine fliegenden Einheiten, die wir... Die Baumbestien, die seinen magischen Schild aufrechterhalten. Machen wir doch gleich. Sie werden sich gegenseitig reanimieren, weshalb ihr sie auf einmal ausschalten solltet. Okay, ich werde jetzt auch angegriffen, deswegen müssen wir jetzt leider reinlaufen. Wo sind unsere genau? Die buffen wir erstmal. Gut gemacht, Gentlemen! Okay, wir müssen jetzt einfach reinlaufen. Ja, soll mir recht sein. Ja, mir auch. Gut, und schön ruhig bleiben. Ja, und dann müssen wir diese drei komischen Dinger töten, damit der Schutzschild von dem Boss weg ist. Genau. Und dann können wir halt auch den endlich kaputt machen. Und da sieht man auch meinen Kollegen und da sieht man, was sich hier für eine gigantische Schlacht bietet. Ja, der Boss dürfte kein großes Problem sein mit den Armeen. Ja, im Grunde war es das auch schon. Ich meine, diese Einheiten, sozusagen diese 4-Mann-Einheiten, unglaublich stark, können sich bewegen und können sich dann zu Türmen sozusagen verwandeln. Bleiben dann stationär und beschießen alles, was sich, was nicht nied- und nagelfest ist. Und selbst das beschießen die auch nochmal. Und da haben wir gewonnen. Wundervoll. Ein verdienter Sieg auf jeden Fall. Und bevor jetzt die ganzen Hate-Mails kommen und sagen, boah, ihr habt das ja gar nicht drauf. Ihr mögt zwar recht haben, aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass ihr das auch nicht so könnt. Nein, also wir haben wirklich nur, sag ich mal, Standard-Decks. Mein Kollege Headless hat ein bisschen bessere Karten, weil er es auch ein bisschen mehr gespielt hat. Und ja... Taktisch kann man da wahrscheinlich noch einiges rausholen. Wir haben jetzt eigentlich nur die Taktik gefahren, Armee aufbauen, draufhauen, was sich hier als effektiv erweist. Und da haben wir eine E-Mail bekommen. Ich glaube, da ist wieder, ja. Deine tägliche Belohnung. Ich habe 15 Minuten an diesem Tag gespielt. Gratulation und ich kriege einen Battleforge-Punkt. Ja, kann man direkt investieren in eine Einzelkarte und man kauft sich Booster und freut sich. Und ja... Das war Battleforge, das ist übrigens dieser Arena-Modus, damit kann man sozusagen sein Deck ein bisschen rumtesten. Hallo? Wieso geht's aus? Genau. Also hier hat man seinen ganzen Card-Pool, daraus baut man sich hier unten ein Deck, kann es benennen, kann es abspeichern, kann diese Karten testen. Unbegrenzt, also dass man unendlich viel Mana hat. Genau. Man kann sich die Fähigkeiten durchlesen, man kann auch sozusagen Gegner hier spawnen lassen, also gibt es unglaublich viele, sag ich mal, Arten, was man sich hier, holen kann. Und da kann man eigentlich ziemlich effektiv gucken, ob seine Einheiten gut sind, was ist effektiv gegen was. Taktiken kann man ausprobieren. So. Da sieht man übrigens eine extrem effektive Kombo. Das ist das, was sozusagen anderen Sachen Lebenspunkte entzieht. Und die hier regeneriert sich pausenlos in der Nähe von Türmen. Das heißt... Der Nachteil wird theoretisch negiert. Solche kleinen Finessen kann man sich halt in diesen Trainingsmodus ein bisschen aneignen. Und ja, habe ich irgendwas vergessen? Gibt es noch irgendwas, was man hier zeigen kann? Was man zeigen kann? Nichts Wichtiges. Höchstens, dass man die Karten auch aufwerten kann im Laufe des Spiels. Stimmt, ja. Man, ja. Genau. Je mehr Missionen man spielt, umso bessere Aufwertungskarten bekommt man da. Ich kann es aber vielleicht sagen... Ich glaube, ich habe gar nicht so viele Aufwertungskarten, was gerade ein bisschen blöd ist, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt diese Karte habe, die ich extrem gerne habe und im Deck oft benutze und super ist allgemein, kann man hier Rechtsklick aufwerten und wenn man die Upgrade-Karten dann dafür hat, das sind spezielle Karten, die für Deck, für Kartentypen, für Einzelkarten da sind, zieht man die hier rein, das kostet immer so ein bisschen Geld, man braucht noch spezielle Items dafür und dann kann man die Karte halt ja, aufbessern. Die Werte werden dann besser, kriegt vielleicht eine neue Fähigkeit und das ist eigentlich ziemlich cool. Und für ein Free-to-Play-Game kann ich jedem nur raten, das einfach mal auszutesten. Es kostet ja nichts und man kriegt am Anfang, glaube ich, ein zufällig zusammengestelltes Deck. Da können sogar gute Karten drin sein und ja, tauschen, tauschen, tauschen. Oder man investiert halt ein bisschen Geld und ja, kauft sich schöne andere Karten.
Ja, was sich allerdings tatsächlich lohnt. Also ich finde eigentlich auch für ein Free-to-Play-Spiel ist das Spiel wirklich sehr gut. Ja, und das wenn man stimmt. es wirklich gerne spielt, kann man dafür auch mal Geld ausgeben. Vor allem wirklich ein sehr interessanter Koop-Modus, muss man wirklich sagen. Also es ist nicht einfach so Mission, lauf hin, töte oder keine Ahnung, sondern das wird später richtiges Puzzling, sag ich mal. Also wir hatten eine Mission, da musste einer einen Turm halten, der andere musste dann Schalter betätigen. Also es war schon tricky. Nervig, aber tricky. So. Ja. Das war Battleforge. Endlich mal wieder ein Video. Und ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Und abschließende Worte. Fällt dir was ein? Nein. Nicht? Spielt das Spiel ununterbrochen, gebt Geld dafür aus und ja. Ja, wir wollen jetzt keine Schleichwerbung machen, aber es ist wirklich ein interessantes Spiel. Testet es einfach, googelt es. Vielleicht schreibe ich auch einen Link in die Beschreibung des Videos. Ich weiß es nicht. Ich bin ein extrem fauler Mensch. Ich will nichts versprechen. Dennoch möchte ich euch einen schönen Tag wünschen und ja, macht was draus. Bis zum nächsten Mal. Adios. Auf Wiedersehen.